Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der erste Tag vom Coaching hat begonnen. Wir haben es jetzt zwar schon 14 Uhr, aber heute ist Freitag. Heute hat das Coaching richtig begonnen. Ich habe meine Pläne alle bekommen und ich erzähle euch erstmal, wie mein Tag bisher abgelaufen ist. Und zwar bin ich um 6 aufgestanden, habe mir nochmal die Pläne durchgeguckt, die ich bekommen habe, zwecks Ernährung, zwecks Trinken. Und allgemein, was ich machen muss, also erstmal aufgestanden, aufs Klo gegangen und dann gewogen. Mein Gewicht heute auf nüchternen Magen hat 95,3 Kilo betragen und ist eigentlich recht gleich geblieben über die letzten Wochen. Ich pendel immer so zwischen 94, 95 Kilo. Die Leute, die das letzte Video gesehen haben, wissen höchstwahrscheinlich, dass ich so gut wie nie auf meine Ernährung geachtet habe, zwecks Kalorien berechnen, zu gucken, wie viel muss ich noch essen oder habe ich alles abgedeckt. Habe ich nie gemacht, deswegen habe ich immer alles so nach Gefühl gemacht und ja, wenn ich am Wochenende mal viel gegessen habe oder irgendwo mal einen Burger gegessen habe, habe ich das Ganze wieder in der Woche ausgeglichen, indem ich weniger gegessen habe. Hat immer recht gut funktioniert. Funktioniert vielleicht für jemanden, der jetzt unbedingt mit Ernährung nicht viel am Hut hat, recht gut. Aber für Leute, die wie ich ein Ziel vor Augen haben, muss ich da natürlich einiges ändern. Kommen wir zurück. Wie gesagt, ich bin früh aufgestanden, habe mich gewogen und habe mir die erste Mahlzeit gemacht. Und zwar gab es heute früh erstmal Haferflocken mit bisschen Whey und Nussmus, dazu noch Tiefkühlbeeren. Genau, das war meine erste Mahlzeit. Ich bin absolut kein Frühesser, ganz ehrlich. Ich habe dazu 600 Milliliter Wasser getrunken, um das irgendwie runterzuspülen, damit es zumindest erstmal im Magen ist. Und die Mahlzeit habe ich recht gut vertragen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich war topfit, mir ging es gut. Danach war ich arbeiten und nach der Arbeit bin ich dann einkaufen gegangen nach meinem Ernährungsplan. Kurz noch zum Trinken, werden sich wahrscheinlich auch viele fragen. Ich muss zwischen 3 und 4 Liter am Tag trinken. Das lässt sich ganz einfach berechnen. Euer Körpergewicht durch 20 bis 30, also man sagt 1 Liter auf 20 bis 30 Kilo Körpergewicht. Und da kam ich circa auf 3 bis 4 Liter, die ich am Tag trinken muss. Ich habe mir auch extra noch meine App dazu runtergeladen, damit ich auch zwischendurch mal benachrichtigt werde, okay, du musst wieder was trinken, und damit sehe ich auch direkt, wie viel ich schon getrunken habe heute. Und falls man es mal doch vergisst, sieht man, okay, ich habe noch 1 Liter vor mir, den ich trinken kann, den kann ich dann bis zum Schlafen gehen irgendwie aufteilen. Und ich muss sagen, ich fühle mich heute wirklich recht gut. Ich habe bis jetzt schon ausreichend getrunken. Ich habe meine zweite Mahlzeit gegessen. Ich habe vorhin nach dem Einkaufen direkt vorgekocht für heute erstmal. Weil heute wird es nur das Gleiche geben. Und zwar habe ich mir heute, ich blende euch das auch direkt mal ein, was ich mir gekocht habe. Wie ihr seht, ist es ziemlich clean und es sieht nach typischen Fitnessessen aus, sage ich mal. Ich habe mir Reis gekocht mit Kaisergemüse und Rindertartar. Das Ganze in 3 Portionen geteilt für Mittag, zwischendurch als Post-Workout und als Abendbrot. Und wenn mir das noch nicht reicht, steht mir noch zur Verfügung, entweder einen Eiweißshake zu trinken oder auch einen Magerquark zu essen oder andere Sachen. Ich werde jetzt gleich ins Training fahren. Heute steht nochmal Rücken an nach meinem alten Plan, damit ich meinen Trainingszyklus beenden kann und mit dem neuen Trainingsplan am Montag starten kann. Ich bin sehr gespannt. Diesen Trainingsplan hatte ich so in dieser Form noch nie. Ich war immer einer, der möglichst alle Muskelgruppen zweimal in der Woche trainiert hat. Meine sonstigen Trainingspläne waren eigentlich immer entweder Push-Pull, Ober-Unterkörper-Split oder wie jetzt ein Ganzkörper-Push-Pull-Split. Aber der jetzige ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes, ein bisschen heftiger, finde ich. Aber ich bin gespannt, wie ich mit dem klarkomme. Ich mag neue Herausforderungen und habe auch kein Problem, den durchzuführen. Ansonsten halte ich euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Für mich geht es jetzt erstmal ins Rückentraining.
Wie gesagt, gegessen habe ich vor anderthalb Stunden circa. Das heißt, die Energie müsste jetzt so gut im Magen sein. Ich fühle mich auch nicht voll gegessen, muss ich sagen. Dadurch, dass das Essen wenig Fett hat, fühle ich mich auch nicht so träge. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und habe auch richtig Lust, trainieren zu gehen. Aber ich bin gespannt, was die Tage bringt. Ich werde mir morgen wieder vorkochen für den ganzen Tag. Wie es dann wird in der Arbeitswoche, werdet ihr dann die nächsten Tage sehen. Kann ich euch jetzt auch noch nicht sagen, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Aber ich bin gespannt. Ich habe richtig Lust. Bin absolut motiviert. Ich hoffe, ihr seht mir das irgendwie an. Und ich gebe euch auf jeden Fall noch ein paar Updates, wie es denn läuft. Wie gesagt, ich versuche immer eine Woche lang komplett was aufzunehmen. Dann schneide ich euch das zusammen und ihr kriegt das in der Kurzform irgendwie als Video. Meistens alle 1 bis 2 Wochen an einem Sonntag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Ja, Freunde, das Wochenende ist jetzt vorbei. Es sind jetzt 3 Tage vergangen, seitdem ich das Coaching begonnen habe. Mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Durch das cleane Essen fühle ich mich irgendwie vitaler und keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall wesentlich motivierter als sonst gewesen. Und mir macht es bisher immer noch Spaß, auch wenn es am Wochenende recht oft immer das Gleiche gab. Aber ich habe damit erstmal kein Problem mit. Und ja, ich habe gerade mein Pre-Workout-Meal gegessen. Haferflocken mit Früchten und Whey. Genau. Jetzt bereite ich noch mein Essen vor für nach dem Training, morgen Mittag und Abend. Morgen gibt es bei mir hier wieder Hähnchen mit Reis und Gemüse. Und natürlich habe ich auch tolle Unterstützung. Genau. Wir kochen jetzt schön, dann wird noch kurz verdaut und dann geht's ins Training. Ich sehe gerade, ist noch ein kleiner Geier vor Ort. Ja, müssen wir halt noch ein kleines Stück entbehren. Gut, haben wir alle unsere Proteine gedeckt. So, eine anständige Marinade oder Würzung darf natürlich nicht fehlen. Wir haben hier ordentlich Paprika, edelsüß und Currygewürz drauf für Hähnchen. Die letzten 3 Tage gab es immer Rinderhack. Hat ziemlich gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich habe das Hähnchen jetzt recht klein geschnitten, damit sich das gut auf 3 Tage aufteilt. Und man so gut wie mit jedem Biss auch ein Stück Fleisch mitkauen kann. Ansonsten isst man irgendwann nur noch trockenen Reis und ja, da habe ich jetzt eher nicht so Lust drauf, deswegen Hähnchen klein schneiden, Haufen Gewürze draufhauen, anbraten und dann sind wir auch schon fertig. Also ich muss sagen, im Durchschnitt, wenn ich jetzt hier nicht unbedingt so viel Quatsch mit euch, dann schaffe ich es circa in 10-15 Minuten hier alles fertig zu kochen, aufzuteilen. Dann wasche ich noch, keine Ahnung, 3 bis 5 Minuten ab und das war's dann. Geht recht schnell, schneller als man tatsächlich denkt. Hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Ist natürlich jetzt kein Gourmet-Essen, ist klar, aber reicht. So, ich habe jetzt fertig gekocht, habe fertig aufgewaschen und ja, so sieht meine Mahlzeit für heute Abend aus, für morgen Mittag und für morgen Abend. Hier kommen dann morgen früh noch meine Haferflocken rein mit Whey als kleine, ja, als kleinen Frühstücksnack, sage ich mal so. Und genau, alles perfekt vorbereitet. Kann ich also jetzt in Ruhe trainieren gehen und wenn ich wiederkomme, dann direkt snacken. Also, auf ins Training. So, ich habe mich jetzt fertig fürs Training gemacht. Ich nehme jetzt noch 2 Kapseln Magnesium, weil heute steht Beine auf dem Plan. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe abends immer nach dem Beintraining, wenn ich am PC sitze, so oft irgendwelche Krämpfe. Das ist Wahnsinn. Also, wenn ich mich ja, warum auch immer. Ich sitze meistens im Schneidersitz da, ist für mich sehr angenehm. Und wenn ich mich dann mal wieder normal hinsetze, dann strengen sich meine Muskeln wieder und dann fährt mir jedes Mal fast der Krampf in den Oberschenkel. Deswegen 2 Kapseln Magnesium, noch ein bisschen Salz und dann geht der Hase ab. So, wieder zurück in der Küche. Ich habe Post gekriegt und zwar von ZEGPLUS. Keine bezahlte Werbung, habe ich mir selber gekauft. Für mich gab es dieses Mal Omega-3, All-in-One-Vitamine, dann einmal Whey Connection im Geschmack Cartology und im Geschmack Cookies and Cream und dann nochmal 3 Kilo Instant Rice Pudding.
Ich werde jetzt wieder kochen, mir davor noch das Pre-Workout-Meal reinhauen und dann geht es für mich auch heute schon wieder ins Training. Heute steht Brust, Trizeps an. Ich bin gespannt. Wie gesagt, neuer Plan. Ich freue mich ultra drauf. Noch ein kurzes Fazit zum gestrigen Tag, zum gestrigen Training. Da habe ich ja Beine trainiert und muss ehrlicherweise sagen, im Training war ich schon völlig fertig. Also ich hatte teilweise bei meinen 20 Minuten Cardio, die ich nach dem Training noch gemacht hatte, beim Laufen schon teilweise einen Krampf im Oberschenkel, weil die waren geisteskrank aufgepumpt. Also was da wieder geschaffen wurde, war heftig. Heute das Ganze nur mit Brust, Trizeps. Ich bin gespannt und halt euch auf dem Laufenden. Also bis gleich. So Freunde, die erste Woche Coaching ist nun vorbei. Wir haben heute wieder Freitag. Ich habe gestern nochmal ordentlich vorgekocht. Und zwar gleich für 3 Tage. Das waren ca. 7 Mahlzeiten. Wie gesagt, ich kann ja zwischendurch auch variieren. Zwischen Reispudding oder auch mal Toast mit mageren Aufschnitt. Aber prinzipiell habe ich immer mir gleich vorgekocht für 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Weil ich einfach finde, das sättigt mich gut. Und komme so auch ohne großen Hunger gut durch den Tag. So, ich habe viel Post gekriegt und zwar, und wie man schon am Karton erkennen kann, natürlich von Zeg Plus. Es kam ja schon mal eine Bestellung diese Woche, aber jetzt gab es noch mal was und zwar Clear Whey Isolat. Das ist eigentlich meine morgendliche Routine, dass ich früh zu dem Kaffee noch ein Glas Clear Whey Isolat trinke und ja, das Ganze in 3 Geschmacksrichtungen. Kirsche, einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Kokos, Blaubeere, auch immer sehr geil. Dann habe ich mal etwas Neues probiert und zwar einfach nur Zitronenlimonade. Ich hatte zwar schon cool, hier bin ich aber gespannt, wie der schmeckt. Und fürs Training noch ganz wichtig, Designer Carbs. Die Kombi übrigens ist ziemlich gut als Intra-Workout, kann ich nur empfehlen. Dazu noch kurz ein paar Werbegeschenke, wieso auch nicht. So, kommen wir noch zu etwas in eigener Sache und zwar habe ich bei Smileblocks bestellt. Dort gab es ja letztens wieder diesen krassen Fibo-Rabatt, wo man ein Smileblocks Member T-Shirt für ja, schlappe 10 Euro sich kaufen konnte. Ich habe natürlich eine große Bestellung gemacht. Ich habe gleich ein paar Freunde, ein paar Familienmitglieder gefragt, ob sie eins wollen. Bei einem T-Shirt für 10 Euro sagt, denke ich, jeder ja. Deswegen ja, habe ich insgesamt ca. 8 T-Shirts bestellt und die zeige ich jetzt euch mal. So, und zwar ist das Smileblocks Member T-Shirt. Ist ein Oversized T-Shirt. Ich habe es mir trotzdem in der XL geholt, einfach damit es nicht so spannend und ich das auch ruhig mal ein paar Tage länger tragen kann. Zusätzlich habe ich mir noch ein ja, so Funktionsshirt gekauft. Finde ich ziemlich gut. Ist recht dünn vom Stoff. Also perfekt, was für die warme Jahreszeit. Hier mit ja, Smileblocks Aufdruck, das in der L. Werde ich mal anprobieren und euch zeigen. So, hier seht ihr erstmal das Smileblocks Member Shirt. Wie gesagt, ist XL in Oversize. Ich bin jetzt 1,75 groß, ungefähr 94 Kilo. Und ich finde, das steht gut. Das ist schön lang, das ist gemütlich, perfekt. Arme haben Platz. Und jetzt zeige ich euch das andere noch. So, das ist dieses Funktionsshirt. Das andere ziemlich gut definiert, gut die Arme. Rücken schätze ich jetzt auch mal, sehe ich noch nicht. Und ja, Brust kommt gut zur Geltung. Die Arme sind ein bisschen länger, das finde ich jetzt auch kein Problem. Ja, lässt sich auf jeden Fall angenehm tragen, muss ich sagen. Also, wenn ihr bei Smileblocks was sparen wollt, gerne mit meinem Code IRONBOSS, blende ich hier nochmal kurz ein, kauft euch gerne was, unterstützt mich dadurch. Würde mich sehr freuen, vor allem auch viel helfen auf meinem Weg zum ja, Future Bodybuilder. Ist das Ganze natürlich nicht gerade billig, aber dazu können wir auch nochmal in einem anderen Video sprechen. Und ja, das war's. Wie gesagt, momentanes Gewicht jetzt nach einer Woche sind 94 Kilo. Ich blende mal die Differenz ein, wie viel ich jetzt abgenommen habe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich nehme recht wenig ab pro Tag. Liegt aber auch daran, dass so ein krasses Kaloriendefizit natürlich nicht nur Fett verbrennt, sondern wahrscheinlich auch viele Muskeln. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Muskeldichte erhöhen und
den Körperfettanteil sinken. Das heißt, wir sind, denke ich, gut im Fahrplan. Am Dienstag gibt es nochmal einen Formcheck mit Adam. Da werden wir nochmal kurz drüber quatschen, wie wahrscheinlich die Woche gelaufen ist, wie es allgemein jetzt gelaufen ist. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Für mich geht es heute übrigens nochmal ins Schulter-Trizeps-Training. Da bin ich auch sehr gespannt, habe ich richtig Lust drauf. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns höchstwahrscheinlich am Dienstag nochmal wieder, wenn ich ja dann meinen Formcheck mal abfilme für euch. Und werde euch natürlich auch berichten, was Sache ist, wie es nun weitergeht oder was der Coach gesagt hat. Seid auf jeden Fall gespannt. Für euch ist es nur ein Cut, für mich sind es noch ja, 4 Tage, die ich warten muss bis zum Coach-Formcheck. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, Freunde, ich melde mich auf einen Samstag auch nochmal zurück mit 2 Nachrichten, mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute vorab, wir haben es das erste Mal geschafft, unter die 94er Marke zu kommen. Sogar ziemlich gut. Ich habe mich heute früh gewogen mit 93,3 Kilo. Da war ich sehr stolz drauf. Ich habe allerdings auch gestern richtig viel getrunken, muss ich auch ehrlich sagen. Die schlechte Nachricht ist, ich habe noch 2 vorgekochte Mahlzeiten. Die reichen theoretisch für heute Abend noch eine und morgen Mittag. Das heißt, ich mache mir jetzt Reispudding, dazu noch ein paar TK-Beeren. Und das wäre dann die 3. Mahlzeit für heute. 4. Mahlzeit habe ich noch unten vorgekocht. Und ja, das größte Problem an der ganzen Sache ist, ich habe nicht mehr so viel da. Ich muss theoretisch für morgen vorkochen und für Montag noch, weil ja morgen am Sonntag haben alle Läden zu. Das heißt, keinerlei Chance, irgendwo noch was zu kriegen. Das heißt, wir haben jetzt 6:30, 18.30 Uhr. Ich werde jetzt meinen Reispudding machen und danach direkt losfahren und nochmal einkaufen gehen, denn sonst haben wir ein kleines Problem. So, Freunde, 5 Minuten später steht unsere 3. Mahlzeit. Hier, wie gesagt, Reispudding, bisschen Whey, recht viel Wasser, aber ich mag das nicht, wenn das so eine feste Konsistenz hat. Deswegen viel Wasser, dazu noch ein bisschen Tiefkühlbeeren, Erdnussbutter drauf und ordentlich Zimt. Das haue ich mir jetzt rein und wie gesagt, und danach auch direkt los einkaufen. Also, ich denke mal, wir sehen uns morgen, wenn ich mir mal wieder erfolgreich gekocht habe. Ja, Freunde, es ist Sonntag. Wie versprochen, sehen wir uns natürlich wo auch sonst in der Küche wieder. Ich habe fertig gekocht. Ich werde euch mal kurz das Resultat zeigen. Und ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe hier gerade gekocht wie in der Großküche. Das sind das 9 Mahlzeiten nur für mich. Die gibt es jetzt über die Woche verteilt. Ich bin mal gespannt, wie lang es reichen wird. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wie gesagt, Dienstag ist Formcheck mit Adam. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Nochmal kurz Thema Gewicht. Gewicht ist heute gleich geblieben zu gestern, also immer noch 93,4. Und ja, 1 Mahlzeit noch offen, das heißt, ein Teller von dem, was ich gerade gekocht habe, werde ich jetzt noch essen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für das Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es zum Formcheck kommt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ich noch verbessern kann an diesen Videos hier. Und dann ja, bedanke ich mich für diesen Support und macht's gut.